Du Ich mach willst das. hier nur aufmachen. Nein, ich mach den nicht auf. Versprochen. Mann, für die Gender Reveal Party, die wir ja platzen lassen. Wow, die sieht schön aus. Langsam geht's zum Finale. Ey, können wir darüber reden, dass du einfach in der letzten Schwangerschaft absolut keine Lust hattest auf Ei? Und jetzt habe ich das Käse. Läuft bei uns. Verspätetes Frühstück. Wir haben den Po voll zu tun. Was geht ab, Team Tapia? Ich habe gerade meine Wampe hier aus. Und du startest ein Video. Und zwar steht in diesem Video die Vorbereitung. Echt? Da kam's? Ja. Die Vorbereitung für die Gender Reveal Party an. Und wir nehmen euch mit. Das Video folgt als nächstes. Also auf jeden Fall jetzt schon mal abonnieren und Like da lassen, wenn ihr uns unterstützen wollt. Und wir schauen uns mal kurz an, was hier abgeht eigentlich. Was ist hier los? So, jetzt Baby Tapia. Ja, jetzt bist du mit die Kamera aus, es passiert dir gar nichts. Echt? Sieht aus, als ob du einfach zu viel gegessen hast. Danke, Schatz. Kamerascheu, der Klassiker. Ist der Klassiker, war doch bei euch bestimmt auch so, oder? Sobald man die Kamera drauf hält, passiert gar nichts. So, ich bring dir deine Schuhe, Schatz. Danke. Jody hat nämlich gerade ihr Kleid an. Das ist ja wie bei Aschenputtel hier, ne? Warte, so. Jodie hat nämlich gerade ihr Kleid an, was sie zur... Vielleicht. Ich hab noch drei andere, ne? Drei andere, ja. So. Was sagt ihr? Ich find's voll nice. Sieht ganz süß aus, ne? Oder? Ja. Aber muss ich vielleicht trotzdem noch in der Meile vorbeischätzen und das auch mal kürzen lassen, wenn Meinst ich mich dafür entscheide? Was ist das Wort? Ja, weil es schleift schon am Boden, oder? Ja, weiß ich nicht. Der kürzt uns das doch in einem Tag. Das hat er doch jetzt mal auch. Schatzi, wir haben heute Freitag, morgen ist Samstag. Wir müssen da halt hinfahren heute noch. Heute noch? Ja, wenn es jetzt das wird, klar. Oh mein Gott. Wie soll ich das denn sonst? Oder kann ich das einfach mit der Schere abschneiden? Nee, das ist vernäht. Das muss ich schon. Je. Was sagt ihr? Das zweite Kleid? Ist auch nice, oder? Sieht auch eigentlich ganz ist süß aus, ne? An der Brust? An der Brust? Zeig mal. Was ist das? Was ist das? Sieht aus wie ein Nippel. Nee, das ist halt der Stoff. Das ist kein Nippel. Ich glaube, deine Brüste sind zu groß dafür. Oder? Ja, guck mal, weil der Cup ist hier und deine Brust ist hier unten. Ja. Ja, also sonst sieht das eigentlich ganz süß aus. Sonst ist halt. Frage, ist das so schlimm? Ist jetzt richtig rum. Ja, achso, das ist nur so. Da hängt noch dein Halloween-Kostüm, apropos. Ich zieh einfach das an. Ja, genau. Entschuldigt bitte das Chaos hier in den Seiten. Also. Scusi. Was sagt ihr zu dem? Irgendwie auch süß. Hat auch irgendwie, was, ne? Irgendwie auch süß, ja. Was anderes bisschen. Ja, ist auch hier von der Länge her sehr gut. Vielleicht auch mit Haaren hochgesteckt, ich weiß noch nicht. Kann man vielleicht machen, ne? Ja. Wir sind uns unschlüssig. Ich finde das voll schön und er findet es nicht schön. Ich finde, nein, stopp. Ich habe nicht gesagt, dass es nicht schön ist. Ich habe gesagt, dass ich Sorge habe, dass du mit dem Kleid zu kämpfen haben wirst, weil man das halt hier so rumbinden muss und genau, geht. Wir haben zwar keine Tanzveranstaltung, aber... Ja, der hält doch. Wir bilden euch jetzt mal alle vier Kleider ab und ihr stimmt mal ab, welches euch am besten gefällt. 1, 2, 3 oder 4. Mir gefällt das hier am besten. Ja, wir werden es sehen. Im nächsten Video. Mittlerweile haben wir wieder den nächsten Tag. Juna und ich spielen hier. Und Mama putzt die Zähne. Was machst du da? Komm, wir spielen mal. Komm, wir suchen mal was. Haben wir hier rauf? So, jetzt suchen wir. Warte. Wo sind die Sterne? Da ist langsam. Erstmal, da hast du schon gefunden, ne? Die Sterne. Und zwar müssen wir heute sowohl uns um die Luftballons kümmern, für die Gender Reveal Party, die wir ja platzen lassen, wo dann darin das Konfetti sein wird, und um die Torte für die Gäste. Schaut mal, was Jodie Leckeres zubereitet hat für uns. Und zwar ist es ein Rezept aus ihrem neuen Kochbuch, was leider Gottes gerade ausverkauft ist, wirklich. Vielen lieben Dank einfach, dass ihr das Kochbuch ausverkauft habt, ne? Ich bin voll.
2 Tage, nicht mal? Nicht mal. Nicht mal 2 Tage, also nicht mal 48 Stunden. Wir hatten nämlich nur eine begrenzte Stückzahl und ja, jetzt geht's Supplemente rein, was frühstücken und dann die Sachen abholen. Genau. Erst morgen vorzeigen. Wie morgen vorzeigen? Ich muss jetzt den roten Umschlag mit dem Geschlecht mitnehmen, damit die Ballons füllen. Ich dachte, Vivian füllt den Ballon. Nein, Snacky, sie gibt mir die Ballons, die geben mir den Ballons mit. Ach gib so. Mir einfach, gib mir, ich habe das schon geregelt, keine Sorge. Nee, du ich willst ja nur aufmachen. Nein, ich mach den nicht auf. Versprochen. Gib her. Du hast auch keine andere Wahl, weil ich habe keinen roten. Ja, oh Schatzi, Blödsinn. Ich gehe zum Ballonladen damit. Hier ist unser Geschlecht nämlich drin. Quatschkorb. Ich bin so gespannt. Hallo. Schau mal, ich hatte angerufen gehabt und zwar feiern wir morgen eine Gender Reveal Party. Da steht unser das Geschlecht unseres Kindes drin. Und wir brauchen 5 Ballons. Das ist eine Riesenverantwortung, was du den Umschlag jetzt in der Hand hast. So, die Dame ist jetzt nach hinten in den stillen Raum. Ich habe natürlich riesen Sorge, dass die Luftballons vertauscht, weil das ist menschlich, das kann passieren. Ich hoffe, es passiert nicht in unserem Fall, weil ich eben gerade hin und her überlegt. Sie meinte so, hier, so machen, so machen. Ich hoffe einfach, dass alles gut läuft, denn wir wollen die Ballons in zweifacher Ausführung. Das Problem ist, die Party ist ja morgen. Wir holen die Ballons heute, müssen die heute holen. Heute ist Samstag, morgen Sonntag und die halten eigentlich nur 24 Stunden. Ab heute, ab jetzt 24 Stunden, wäre morgen quasi 12 Uhr, aber wir lassen die erst um 17 Uhr platzen. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass wir sie hier befüllen lassen und unsere Wedding, aka Partyplanerin, die liebe Vivian, die eigentlich hätte unsere große Hochzeit planen sollen, plant diese Party jetzt mit uns und unterstützt uns da, die wird die morgen in der Location aufblasen. Und ich habe extra gesagt, gerade eben, bitte in zweifache Ausführung. Das heißt, wir haben 5 Ballons, 3 davon mit dem Geschlecht, 2 mit dem anderen Geschlecht quasi, welches nicht im Kuvert steht, und das zweifach. Das heißt, es muss in 2 verschiedene Beutel gepackt werden, das ist ein bisschen komplizierter und ich hoffe einfach, dass das alles passt, das wäre. Stell dir vor, wir stehen da dann morgen, pieksen die auf und dann sind alle blau oder alle rosa oder keine Ahnung und die sind vertauscht. Daran möchte ich gar nicht denken. Also, hier sind die Ballons drin, in zweifacher Ausführung. Da der Kuvert, damit wir am Ende nochmal sicher gehen können, dass es wirklich auch stimmt. Dann hier noch eine Heliumflasche und jetzt geht's zur Torte. So, guck mal, wir haben ein paar Kekse gemacht. Oh, süß, danke. Oh, wow, wie süß. Baby. Alles falsch gepackt, falls seine Gäste einfach Kekse. Oh, die sehen süß aus. Vielen lieben Dank. Ja, und ich bringe die bitte. Ja, jetzt kommt das große Stück. Wow, die sieht schön aus. Wow, die seht ihr dann morgen. Unser Motto ist ja, hat Judy sich ausgedacht, das seht ihr dann im nächsten Video auf jeden Fall. So, nur aufpassen hier. Ja, also wenn ihr eine Torte braucht in Hamburg, auf der Suche seid, nach schönen Keksen, nach schönem Gebäck, dann auf jeden Fall hier vorbeischauen, Link unten in der Beschreibung. Vielen lieben Dank. Gerne. Wow, was hast du denn Schönes an, Schatzi? Du siehst ja wunderschön aus. Wow! Die Aufregung steigt. Es ist Tag X. Heute erfahren wir, was unser Baby eigentlich ist. Blau oder rosa. Blau oder rosa. Wobei nicht was, nicht was es haben wird, was es ja ist. Was es hat. Also wow, ich bin sehr aufgeregt. Judy, sie sieht wunderschön aus. Ich muss mir noch die Haare machen. Juna sieht auch wunderschön aus und für uns geht's gleich, oder beziehungsweise jetzt gleich in den nächsten Minuten in die Location und dann wird einiges vorbereitet. Alles erstmal hier rein. Wir sind angekommen im Lenz Restaurant, ein super Restaurant. Das werdet ihr in diesem und im nächsten Video auch noch sehen. Hier in, wo ist das? Poppenbüttel? In Poppenbüttel. Entschuldigung, kommt nicht von hier. Noch nicht von hier. Aber es
Lenz Restaurant im Poppenbüttel. Kommt hier auf jeden Fall vorbei. Hier gibt es wirklich sehr, sehr gutes Essen. Ja, rein spaziert. Hello. Hi. Ja? Oh, eine kleine Prinzessin. Hey, grüß dich. Hi. Hey. Schon fleißig wie wir das schon fleißiger machen hier. Ja. Und zwar ist das die liebe Vivian, unsere Partyplanerin. Ja. Sie wäre eigentlich auch unsere Weddingplanerin gewesen. Dann ist unsere Hochzeit ins Wasser gefallen. Und dann dachten wir, hey Vivian, möchtest du nicht vielleicht unsere Gender Reveal Party planen? Und sie meinte, yo, habe ich Lust drauf. Und hier sind wir. Danke auf jeden Fall für deine Mühe. Gerne. Seit wann bist du jetzt schon hier? Seit um halb zwölf. Seit um halb zwölf. Ja. Machen hat ihr tatkräftige Helferin. Genau, Sarah ist auch dabei. Danke, Sarah. Das wird später die Kulisse sein, wo wir auch die Ballons platzen lassen. Apropos, du kriegst ja, die wichtigste Aufgabe von allen. Ich bin jetzt schon leicht mental im Stress. Ja, genau. Vertauschen darfst du. Ja. Vivian wird diese Ballons hier später aufblasen, in zweifacher Ausführung. Ja. Das sind extra. Wir haben zur Sicherheit den Kuvert natürlich hier verschlossen, zweifache Ausführung. Also falls deiner Platz, haben wir noch eine zweite Chance. Du kommst auf. Keine Klar. Genau. Wenn es nichts wird, dann... Genau. Dann machen wir nur ein Kuvert auf am Ende. Genau. Jodie probiert gerade die Torte ein bisschen zu retten. Also eigentlich sieht sie sieht weiterhin traumhaft aus. Aber der Deckel ist leider ein bisschen zu nah hier dran gekommen. Deswegen sind die leider Gottes von diesen kleinen Kürbissen, diese Schokoladenstückchen. Ich lasse es jetzt so. Ich lasse es so, ne? Aber das sieht man nicht. Ich glaube, wenn man es nicht weiß, fällt es nicht auf, ne? Nee. Vivian macht gerade die Girlande hier fertig. Wir haben noch eine Stunde, bis die Gäste kommen. Ich möchte keinen Druck machen. Spaß. Das kriegen wir alles hin. Jodi packt gerade diese wunderschönen Kekse aus. Sieht die nicht süß aus? Voll sweet. Zieh dir das mal rein. Ui. Und der Tisch als solches ist auch schon dekoriert. Das sieht toll aus, ne? Wow. Langsam geht's zum Finale und unsere Fotografin, die liebe Sabrina, ist auch eingetroffen. Schön, dass du da bist. Auf jeden Fall auch unten verlinkt. Die macht nämlich schöne Fotos später, die ihr auch bei uns auf Instagram findet. Na, mein Schatz, bist du langsam schon aufgeregt? Ja, schon. So langsam steigt die Aufregung. Bald kommen die Gäste. Ich freue mich. Hauptsache, ich sitze hier rum und... Ne, das für du mich bist schwanger, du hast die ganze Zeit Ballons... Aber das ist für mich ganz ungewohnt. Zu Hause mache ich immer die ganze Deko und Wurst und habe keine Zeit, mich hinzusetzen. Und jetzt gucke ich zu. Ist mal was anderes, ne? Und kein Essen zu bereiten vor allem, ja. Kannst du dich mal ankuscheln? Ja. Wie ist da? Wow. Schön. Ja. Eins, zwei, drei. Ja. Danke,